Also ich sehe da wieder aus der Sicht einer Migrationsforscherin drei ganz zentrale Fragen, die sich die Stadt Wien stellen muss. Einerseits betrifft das die Positionierung zur zukünftigen humanitären Aufnahme von geflüchteten Menschen. Da kann gerade die Stadt ganz Wesentliches leisten. Dann geht es auch um die Frage des Umgangs mit Diskriminierung und Rassismus. Welche Instrumente kann man hier schaffen, um das abzubauen, damit es auch keine Barrieren für das friedliche Zusammenleben gibt? Und wesentlich finde ich auch, die Demokratielücke in Wien zu schließen.